Hallo zusammen und herzlich willkommen zu dieser ungeplanten Überraschungsfolge. Das ist gerade ein bisschen lustig, weil ich wollte jetzt eigentlich das Spiel beenden, ne? Ich wollte jetzt eigentlich nach der letzten Folge, die vorgestern oder wann online gegangen ist, aufhören, mit aufnehmen und habe den B-Knopf auf meinem Controller gedrückt. Ich hatte allerdings nicht das Spiel Resident Evil 4 Remake, sondern mein Aufnahmeprogramm noch ausgewählt mit der Maus. Und das Drücken des B-Knopfes hat irgendwie dazu geführt, dass die Aufnahme gestartet ist. Und jetzt habe ich mir gedacht, ach, weißt du was, YOLO. Dann spielen wir halt noch eine Runde. Das Schicksal hat entschieden. Der Controller hat gesagt, nee, komm, ich beende jetzt nicht das Spiel mit diesem Knopfdruck hier, sondern stattdessen starte ich die Aufnahme. Und dann habe ich gesagt, hey Controller, wer bin ich, dass ich deine Wünsche ignoriere oder so. Hä? Bin ich... Mal, ach so... Ah. 800 Peseten. Na dann, let's go into the Kirche. Oh mein Gott. Das wird jetzt eventuell komplett verrückt wieder gegnertechnisch. Könnte sein, dass der ganze Raum jetzt voll mit Gegnern ist. Ashley Graham? Okay. Ich will dir helfen. Jetzt... Jetzt noch nicht. Oh, ein kleiner Schlüssel. Oh, was? Was ist los? Was ist bitte los? Ich bin überhaupt nicht bereit dafür. Was zur Hölle? Ich kenne jede deiner Züge. Ich hab sie dir beigebracht. Dann weißt du ja auch, dass ich unbesiegbar bin. Okay, war's das? War's das fürs Erste jetzt zumindest? Hier ist einfach Krauser. Was zur Hölle? Oder? Ich war gerade für einen kurzen, als der gekommen ist, als plötzlich der Krauser stand. Ich war für einen Moment sehr irritiert. Ich wusste erstmal für einen Moment überhaupt nicht, was jetzt gerade los ist hier. Aber jetzt nehme ich den kleinen Schlüssel, den wir gerade gefunden haben, und gehe nochmal schnell in den Keller. Ist das cool. Ohne Scheiß, kommt Krauser einfach an der Passage. Und er hat sich nur, wie ihr vielleicht gesehen habt, ne, mit der Blendgranate wegteleportiert. Also ich schätze mal, der kommt wieder. Ich schätze mal, das war nicht das Letzte, was wir jetzt von Krauser gesehen haben. Oh mein Gott. Was haben wir denn jetzt? Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Ah ja, okay. Und jetzt kommt er wieder, oder? Ne? Na, dann lösen wir mal das Rätsel kurz.
komm schon, Krauser. Ich weiß genau, dass du hier bist. Kämpfen wir jetzt oben. Ashley, bist du hier? Kommt er etwa wirklich nicht mehr? Zumindest hier jetzt nicht, ne? Na gut, okay. Dann trauen wir der Sache mal. Okay, er ist einfach wieder gegangen. Das ist verrückt, oder? Da kommt Krauser einfach in der Kirche. Jetzt hab mich komplett gestunt für einen kurzen Moment. Ich wusste für einen Moment wirklich gar nicht, was los ist. Also gut. Lass uns von hier verschwinden. Okay. Okay. Die Leiter. Ich? Okay. Na. Danke. Schon krass, guck mal, wir haben jetzt erst Ashley gerettet und ich spiele schon seit 3,5 Stunden. Ich spiele das Spiel normalerweise in 3,5 Stunden durch. Aber ich lasse mir jetzt auch wieder viel Zeit mit Schätze erkunden und allem, ne? Das muss man auch sagen. Gibt's hier eine Quest für Ratten? Eigentlich nicht, aber normalerweise Nebenquests hat bis jetzt zumindest der Mod noch nicht hinzugefügt. Ah ja, Schießpulver. Okay, Ashley. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt mit Ashley wird. Ey, ich hätte es voll gefeiert, wenn der Mod Ashley eine Pistole in die Hand gegeben hätte und einfach die Luis-KI. Das wäre richtig cool gewesen, finde ich. Wie gesagt, es ist gefährlich. Bleib dicht bei mir. Okay. So, dann sind wir mal sehr gespannt, was das Spiel uns jetzt auf dem Friedhof wieder in den Weg werfen wird. Das wird bestimmt wild. Ja, ja, lass mich. Vielleicht sollte ich mir doch die Schulterstütze kaufen. Ich meine, jetzt bei dem Haufen Gegner ist es ganz gut, ne? Aber... Oh Gott, ich hab den gut... Und der hört sich so an, als wäre der hinter uns, Ashley. Ja, ja. Lass mich mal kurz durch, ja? Guckt euch das einfach mal an. Guckt euch einfach mal an, was da für ein Haufen Gegner ist gerade. Das sind einfach zwei Brutes. Das sind einfach mal zwei Brutes. Und guckt euch den ganzen Rest an. Schaut's euch einfach mal an. Ich habe keine Ahnung, was los ist. Das ist das Verrückteste, was uns das Spiel bis jetzt entgegengeworfen hat. Mit Abstand. Das ist ja komplett bekloppt. Oh mein Gott, ich würde gerade... Ich hätte gerade so gerne eine Blindgranate. Ich kann es euch nicht sagen. Ja, Ashley. Es ist hier gerade wirklich ungünstig. Oh Gott, der rennt so schnell. Leon! Ich komme ja schon.
Ashley! Langsam habe ich genug. Aber sowas von. Ach so, falsche Taste auch noch gedrückt. Wunderbar. Okay, dann gehe ich nochmal hoch. Liegt bestimmt noch ein bisschen Loot und so. Um Gottes Willen, ich brauche unbedingt ein Rezept für Blendgranaten. Das wäre echt gut. Blendgranaten hätten mir jetzt schon zweimal massiv die Kämpfe erleichtert. Aber massiv. Kannst du das bitte nicht machen? Danke. So, gehen wir nochmal ins Totengräberhäuschen. Aber ich glaube, da ist nichts normalerweise. Ah, ich habe hier wieder so ein New Game Plus, ne, nicht New Game Plus, so ein DLC-Schatz habe ich übersehen. Nehmen wir mal mit. Ah, guck mal, 20 DMP-Munition. Das ist besser als 8 Pistolen-Munition. Na, oh, wobei, aber doch. Schon irgendwie. Okay, cool. Hätten wir das auch geschafft. Das war so verrückt. Habt ihr gesehen, wie viel von allem da einfach war? Was zur Hölle? Was zur Hölle war denn da bitte los? Um Gottes Willen. Händler, du glaubst nicht, was wir gerade erlebt haben, mein Freund. Wenn du wüsstest... Ah! Er hat wirklich nur die feinste Ware im Angebot. Ey, du erhörst meine Gebete. Du bist Resident Evil Jesus. Der wahre Held in Resident Evil ist der Händler. Und nicht nur. Ich habe ganz bewusst in Resident Evil gesagt. Nicht nur in Resident Evil 4. In allen Resident Evil Teilen. Nicht weg. Willkommen. So, ist zwar nicht optimal, aber hier, bitteschön. Oh, die Schutzweste. Und ich habe... Oh, ich bin so froh, dass ich alle Spinels in meinem ganzen Leben gesammelt habe. Oh mein Gott. Händler. Du bist der hellste Stern an meinem Horizont. Du bist der Fels, der in meiner kleinen spanischen Siedlung steht. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sage. Das heißt, ab jetzt werde ich mein ganzes Geld immer nur in die Reparatur von Messer und Schutzweste stecken. So ist es halt. Eine Waffe den eigenen Bedürfnissen anzupassen. Oh, hat etwas Künstlerisches, nicht wahr? Hier, wie du es haben wolltest. Wäre das angenehme Reise? Crazy, Leute, crazy. Ah, der wilde Köter, ja. Jetzt geht's ab hier. Wir können uns jetzt hier noch ein paar Schätze und ein braunes Ei holen, die ich tatsächlich liegen gelassen habe bei meinem ersten Besuch. Dann gehen wir nochmal hoch zum Bürgermeisterhaus wegen dem wilden Köter. Und dann geht's über den Bauernhof zur Bergvilla. Und vor der habe ich tatsächlich ein bisschen Schiss. Und dann, schwuppdiwupp, Ende erstes Kapitel. Also Dorfabschnitt. Krasser Scheiß. Also ich finde tatsächlich, manche Gegnerpositionierungen, wie sie der Mod vornimmt, sind sehr, sehr cool, ehrlich gesagt. Dass da oben bei dem Altar, bei dem Opferaltar so eine kleine Sekte war, fand ich richtig cool, muss ich sagen. Ein paar sind komplett crazy und over the top, aber machen Spaß auch zu bekämpfen und so weiter. Das gerade war ein bisschen much, aber ist okay. Aber
was ich damit sagen wollte, ist, es gibt ein paar einzelne Gegnerpositionierungen, da denke ich mir, oh, das ist fast geiler als im Hauptspiel, muss ich schon sagen. Aber also könnte ich mir auch im Hauptspiel vorstellen, weil es eben nicht komplett übertrieben und over the top ist, sondern sehr schön passend. Wie zum Beispiel auch, dass ein Mendes in seiner eigenen Villa verfolgt, so Mr. X-mäßig. Ich bin froh, dass das nicht im Hauptspiel ist, würde aber super passen, ne? Doch, doch, großartiger Mod hier, der Berserker-Mod, sehr schön. Hey Leute, ich würde sagen, da die Folge versehentlich war, machen wir jetzt für heute auch schon Schluss. Danke fürs Zusehen, hat mich sehr gefreut und nächstes Mal geht's weiter natürlich, obviously. Tschüssi.